Mit Ex-Tropensturm Sebastian kommt der Regen heute durch den stürmischen Wind fast aus waagerechter Richtung. Die gute Nachricht, immerhin ist der Regen warm. Das Tiefdruckgebiet zieht heute im Tagesverlauf von der Nordsee Richtung Ostsee, verbreitet frisch der Wind aus Südwest also auf. Und genau von da kommt weiterhin nochmal die sehr warme Luft. Der Tiefdruckkern liegt in der Früh noch über der Nordsee. Das Tief zieht dann ab und wir sehen, wie der Wind von West nach Ost im Tagesverlauf immer mehr zulegt. Besonders in den Hochlagen sind Sturmböen mit von der Partie. Dazu immer wieder Regen, der ebenso von West nach Ost über Deutschland zieht. Dazwischen gibt es aber zumindest mal ein paar freundliche Phasen. Die gibt es am Vormittag. Besonders hier Richtung Lausitz, teils auch hier südlich der Donau. Besonders in der Westhälfte ist es aber häufig trüb und auch regnerisch. Dieser Regen zieht dann im Tagesverlauf auch weiter in den Osten. Insgesamt also viele Wolken, immer wieder schauerartiger Regen und nur teilweise ein paar sonnige Abschnitte dazwischen. Wirklich viel Sonnenschein kommt da dann eben nicht zusammen. 3 bis 4 Sonnenstunden sind es am ehesten noch hier im äußersten Osten. Zwischen dem schauerartigen Regen sind es meist nur 1 oder 2 Stunden Sonnenschein, wenn wir das aufsummieren. Besonders im Norden bleibt es aber meist den ganzen Tag trüb. Die Temperaturen sind aber für Ende November weiterhin sehr mild verbreitet. Werte von über 10 Grad. Entlang des Rheins sind sogar bis zu 13 Grad drin. Ein bisschen frischer ist es nur Richtung Ostseeküste an den östlichen Mittelgebirgen oder am Alpenrand. Die Temperaturen gehen dann Richtung erstes Adventswochenende deutlich zurück, denn es macht sich so langsam polare Luft breit. Und das merken wir schon am Freitag. Im Norden nur noch maximal 4 Grad, dann die ersten Schneeregen und Graupelschauer. Im Süden noch maximal 10 Grad, hier bleibt es länger trüb und nass, dazwischen zumindest etwas Sonnenschein. Samstag wohl verbreitet der freundlichste Tag, am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze, dann besonders im Süden.